Hallihallo und willkommen zur nächsten Folge von Hearthstone. Wir machen wieder ein gewartetes Spiel und letztes Mal haben wir den Magier genommen. Jetzt nehmen wir mal Priester. So, dann wollen wir mal einfach mal durchstarten. Ein bisschen doof hin und her labern. Schauen wir mal, was mir einfällt so. Ach ja, und nächste Round. Ah, mal gegen Krieger. So. Heiliger Pein bleibt da. Schattenwort weg. Auf jeden Fall. Zack. Okay, wir haben eine bescheuerte Hand. Aber gut, machen wir uns nichts draus. Wir machen ihn trotzdem platt. Denn ich bin ein Imba-Priester. Oh Gott. Ich werde ihn so kalt machen, ey. Kennt ihr Schweine im Weltraum? Ich hoffe nicht. Ah, vor der Insider. Schweine im Weltraum. Ach ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Die Karte muss weg. Die Karte muss weg. Und einmal weg. Zack. Ich werde über das Spiel eigentlich nichts erklären, denn das ist eigentlich selbsterklärend oder besser gesagt, jede Sau weiß, wie Hearthstone geht oder sollte es zumindest. Es gibt viele Tutorials, deswegen werde ich auch definitiv keins machen. Einmal, zweimal, tack. So, schauen wir mal, was war. Aber jetzt, wahrscheinlich macht er den jetzt weg erstmal. Ach ja, gut. Ah, zwei Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse Krieger. Krieger haben meistens immer nur Spott. Das könnt ihr euch merken. Krieger haben immer nur Spott. Spott, 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 Spott. Es gibt die Dinger im Kick oder so. Das wird er wahrscheinlich auf den gehen, ist logisch. Das war jetzt eigentlich echt scheiße von mir, dass ich den jetzt gespielt habe, aber na gut, schauen wir mal. Feurige Kriegsachs, ja, gut, der ist weg. Ja, aber wenigstens geht er nicht auf meinen Lichtbrunnen. Der Lichtbrunnen heilt mich nämlich. Ah, danke für die Bananen. Wie nett. Oh, sogar so. Kriegt er halt zwei Schaden, Trottel. Gerade nach dem Brunnen. Oh Mann, so ein Trottel. So, dann zerstören wir einmal sein Bananafressen. Das darf ich nicht machen, weil wenn ich das ausspiegele. Obwohl, das könnte ich sogar machen. Weil das ist ja ein separat. Separates. Nee, machen wir es einmal so. Ach ja. Ich freue mich ja schon auf das neue Super Smash Bros. Brawl oder wie auch immer das heißen wird. Ich kann kein Englisch, deswegen spreche ich es eh voll scheiße und falsch aus. Aber das ist mir eh wurscht. Tack. Eine Banane, dann ist er nicht so schwach. Eine Banane. Na, 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 na. Kennt ihr Donkey Kong 64? Mit den Bananen, wo man die ganzen Bananen einsammeln muss. Und dann die goldenen Bananen. Das beste Spiel ever. Ach, ja. Das waren noch damals Zeiten, Nintendo 64. Gott. Das sieht ja schlecht für mich aus. Ich war ja echt gar nichts da. Ah, das könnte man machen. Schauen wir mal, kriegt man irgendwas Gutes? Er hatte 5 Rüstungen. Okay. Das Leben eurer Diener kann diesen Zug nicht auf 1 fallen. Dann mache ich das dann. Okay, gut. Das war's.
Billy da eine Banane drauf. Hat er 6 Leben. 5, 6, 7. Nein, das. Das wird nichts. Das wird nichts. Nee, ich glaube mal, die Runde werden wir definitiv verlieren. Ah, schade, schade. Na gut. Schauen wir mal, was in der zweiten Runde rauskommt. Isera. Könnte mich noch retten. Könnte mich retten. Und kann ich als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden? Gut, 5 Leben. Eureka. Hinrichten, war so klar. Einmal schon mit Drohnen. Bereit, mein Herr. Oh je, meine. Okay, dann mache ich einmal. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Das. Im Namen des Lichts. Das. Und Banane. Das war's. Und fertig. Zack. Ja, das war doch relativ gut, glaube ich. Dann nächste Runde mache ich das hier. Dann sind 2 Schaden zu. Da war der nur weg. Und der wird stärker. Ich hoffe, ha. Dann wird die weg. Nee, setze ich noch nicht an. Kann ich als Ziel von Zaubern oder hätte ich nicht können? Hey, ich dachte, die können nicht sterben. Das hat doch das eine. Hallo? Okay. Ist das nur eine Karte, die das dann nicht kann? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was hat er gerade gemacht? Zieht eine Karte für jeden verletzten Befreundeten. Oha. Das ist mal heftig. Das ist mal übelst heftig. Die Karte will ich auch haben. Na gut. Schauen wir mal. Schattengestalt, dann mache ich 2, dann ist der hier weg. Aber was dann ist jetzt? Nächste Runde auf jeden Fall mal Illy dann weg, wenn ich nichts mache. Das wären 8. Ich kann auch das hier machen. Ich glaube, ich werde das hier machen. Das ist egal. Ich werde das hier machen, dann Schattengestalt und dann kann ich ihn noch mal einmal angreifen. Oder 2. Ha. Okay, das ist jetzt natürlich auch gut. Dann heile ich mich noch. Was soll ich Schattengestalten machen? Ich kann auf jeden Fall den hier ausspielen. Greife ich an? Greife ich nicht an? Das ist doof. Ich glaube, ich greife noch nicht an. Ich werde das als nächste Runde machen. Ich muss jetzt unbedingt Heilige Nova machen, dann hat er keine Viecher mehr draußen. Genau, das ist perfekt. Das Leben kann in dieser Runde nicht auf 1 fallen. Mist, wieso funktioniert es bei ihm und bei mir nicht? Hallo? Hä? Ich hab's doch auch gemacht. Obwohl, ach nee, es hat ja funktioniert. Aber ich hätte. Na ja, gut. Ach Mann. Dann muss ich nächste Runde warten. Na gut, dann warte ich halt auf die nächste Runde. Doppeltes Leben meines Diebes. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Obwohl, das bringt doch nichts. Ist auf jeden Fall weg. Das kann ich machen. Gut. Ich glaube, es wird eine schwere Runde diesmal. Raptors, wieso hat der Raptors? Das Dingo! Ja! Ich brauche Karten. Toll. Bringt mir ja echt gar nichts. Begrüßt die Leben. Komm schon, komm schon. Naja. Gut, das könnte ich machen. Hmm.
Fladenbrot, Fladenbrot, wir sind alle Fladenbrot. Oh, die Karte. Nee, ich kann nicht mehr ziehen. Ja, toll, der bringt mir echt viel jetzt. Halt. Oh Mann, oh Mann. Fliege runter. Fliege nicht runter, so Mist. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geht. Murlocs, Murlocs. Hallo. Ich höre nur noch Murlocs. Ach, wir haben bis zum Ende des Zuges an. Tack. Tack. Oh yeah, das hat's voll gemacht. Oh, ich kann's nur noch rauszögern. Ich könnte eigentlich aufgeben, aber wer aufgibt, ist eh so ein Hosenscheiß eigentlich. Niemand gibt auf. So ein Mist. Ach ja, ich habe echt doofe Karten kaputt. Oh, noch ein Sternweg. Ich bin bisher noch nie über 19 gekommen. Wieso? Spiel mein Jäger, komm schon. Ach ja. So, Jäger gegen Jäger. Mein Gott, ey. Wer hat die besseren Karten? Illidan, ich. Tierbegleiter kann bleiben, der Stein habe ich eben auch. Das Ganze bleiben, die Springvoll ist auch nicht schlecht, das ist auch gut. Nee, gefällt mir. Das ist eine gute Hand. Die ist gut, die Hand. Ja. Für die nur noch die Hyäne. Jene hier. Pferden ließen. Oh, Scheiße. Aber machen wir erstmal ihnen allen Schaden. Danach würde ich glaube mal Sprengfalle machen. Weil am Anfang würde er eh wahrscheinlich keine starken Viecher raushauen können. Danach Tierbegleiter und danach das Pferden ließen. Ja, genau, ich mache die Sprengflamme auf jeden Fall. Davor fertig. Dankeschön. Nochmal Sprintfalle, Zweck angreifen. Tack. Ich bewerf den Gegner mit Stern. Perfekt. Das würde wahrscheinlich mich direkt angreifen, ne? Wäre ja doof. Dankeschön. Hatte nur goldene Karten. Ja, nee. Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch aufgeregt. Dann zufällig. Okay, naja. Gibt's bessere? Der Spott hätte mir besser gefallen, aber. Na gut. So, nächste Runde habe ich 4 Mana. Dann werde ich einmal das hier und einmal das hier. Ja, das hier werde ich auf jeden Fall ausspielen, das lege ich in die Mitte. Obwohl, ja, doch in die Mitte. In die Mitte, na gut. Doch nicht in die Mitte. Er kriegt wenigstens Schaden, na, das freut mich. Schauen wir mal, was wir ziehen. Nein. Karte will ich. Genau. Die verleiten Spott im Viech. Das ist immer sehr gut.
Arkangol. Ansturm. Das würde wahrscheinlich mal. Nee, der wird nicht angreifen, der wird direkt angreifen. Der ist selten doof. Der hat echt nur golden Karten. Oh je. Oh je, Mini. Gut, das heißt ja eigentlich nur, dass er Geld hat. Greif mich direkt an. Ja, danke. Nee, der spielt ihn jetzt aus und hab Glück, dass der. Nee, ich werde Spott drauf machen und dann werde ich ihn trotzdem angreifen. Ja. Perfekt. Er verwandelt nämlich einen zufälligen Diener in ein Saurier oder in ein Eichhörnchen. Mit Eichhörnchen kann man natürlich nicht viel machen. Und das ist noch ein Wildtier. Das ist ja noch perfekter. So, dem Dreier wird er platt machen. Oder mich nur direkt angreifen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich versuche natürlich. Oh, bringt Diener zum Schuss. Nö, das bringt den eh jetzt nichts. Genau. Wollte gerade sagen. Also das wird vielleicht ein Spott. Das mache ich als Spott, ja. Dann habe ich einen relativ guten Spott und kann trotzdem angreifen. Ah, König Murak. Ja, den mache ich auch noch. Tack, tack. Oh ja, ich glaube mal, das wird was. Da gibt jetzt den Gegner zwei Bananen, da kann er zwar jetzt mit jeweils einem Kristall 1-1 auf seine Viecher machen. Aber das ist mir ja relativ egal, ich kann ihn ja trotzdem nächste Runde angreifen. Kein Spott. Spott. Der hat echt viele goldene Karten, das ist echt faszinierend. Faszinierend. Gibt ihn eine Banane. Wahrscheinlich sein Spott, genau. Schauen wir mal, was er angreift. 3, 5, 5, nee, er kann ihn nicht besiegen. Jetzt hat er 6. Okay, ich muss ihn mit meinem Raptor auf jeden Fall angreifen, damit ich ihn direkt angreifen kann. Dann habe ich 5, 8, 12. Okay, er ist weg. Ja, er ist weg. Ja, hilft nichts Golden Karten, wenn man keine gescheiten Karten hat oder keine gescheite Strategie. Ne. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Gespielt. Und Piente. Gut, dann lassen wir es mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, schauen wir mal, ob wir über die 3 Sterne mal hinwegkommen. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.